Mein Name ist Johanna Stachel, ich bin Professorin für Experimentalphysik an der Universität Heidelberg. Wie ich da hingekommen bin, ja, nach einem Abitur an einem altsprachlichen Gymnasium mit viel Latein und Griechisch, habe ich in der Tat an der Universität Mainz und an der ETH Zürich Chemie studiert und auch mit dem Diplom abgeschlossen. Und während der Doktorarbeit in Mainz waren dann auf einmal physikalische Inhalte wichtig und ich habe so die eine oder andere Physikvorlesung gehört. Nach meiner Promotion bin ich mit einem Stipendium der Humboldt-Stiftung als Theodor Lünen-Stipendiatin an die State University of New York in Stony Brook gegangen und da hat sich so adiabatisch der Übergang von der Chemie in die Physik endgültig vollzogen. Ich habe dann dort nach einem Jahr eine Assistant-Professor-Stelle bekommen und in den USA steigt man eben so kontinuierlich dann, wenn man erfolgreich ist, über Associate-Professor zu Full-Professor auf. 1996 bin ich dann mit meinem Mann zusammen nach Deutschland zurückgekommen, um die deutsche Beteiligung an einem der großen Experimente am Large Hadron Collider im CERN aufzubauen und seitdem bin ich in Heidelberg. Peter Born-Munzinger ist mein Name. Ich habe in Heidelberg studiert, Physik, kam aus einer auch altsprachlichen Umgebung in dem Herzog-Wolfgang-Gymnasium in Zweibrücken, habe mich aber schon sehr viel und früh für Naturwissenschaften interessiert und bin deshalb nach Heidelberg gegangen. Dort habe ich Diplomarbeit gemacht und promoviert am Max-Planck-Institut für Kernphysik. Und habe dann noch etwa 3 Jahre weiter als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet. Ein amerikanischer Besucher, der gleichzeitig auch noch Deutscher war, also Deutsch-Amerikaner, hat mich dann dazu überredet, nach Stony Brook zu gehen, wo ich nach 6 Jahren Vollprofessor an der Universität wurde. Zunächst mal mit Forschungsfokus mehr Niederenergiekernphysik, aber so etwa ab Mitte der 80er Jahre haben wir, und da haben wir schon zusammengearbeitet, haben wir ein Programm aufgezogen, mit dem man Hochenergie-Kernphysik, Hochenergie-Schwerionenphysik macht und das machen wir auch noch heute. Ich bin nach Stony Brook, war ich leitender Wissenschaftler und Professor für Physik an der Technischen Universität Darmstadt bis 2011 und dann Helmholtz-Professor für noch 3 Jahre. Danach wurde ich von der Technischen Universität Darmstadt emeritiert, habe aber weiter an einem Projekt, was wir das Extreme Matter Institute nennen, gearbeitet und mich dann als Honorarprofessor an der TU, an der Heidelberg-Universität, an einem Sonderforschungsbereich dort in Heidelberg beteiligt, an dem wir jetzt noch zusammenarbeiten. Und die Arbeiten am CERN, auf die kommen wir noch zu sprechen in den nächsten Fragen und Antworten. Naja, also als Mitglied am Max-Planck-Institut, wo man die Laufbahn gestartet hat, habe ich mir vorgenommen, ohne zunächst mal auf irgendwelche anderen äußeren Umstände zu gucken, mir einige Jahre Zeit zu nehmen, um zu sehen, ob das mit Grundlagenforschung eine Möglichkeit ist. Habe mir auch deswegen keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob Anstellungen permanent oder nicht permanent zeitlich begrenzt sind, sondern mich einfach auf die Forschung konzentriert. Das ging auch dann, als ich nach Stony Brook ging, wurde mir klar, dass eine wichtige Komponente auch die Komponente einer Universitätslaufbahn ist und habe versucht, den Rest des
der wissenschaftlichen Stationen so zu organisieren, dass die beiden, nämlich Grundlagenforschung und Universitätslaufbahn und Studentenausbildung, zusammengehen. Das hat in Stony Brook schon sehr gut geklappt. Und als ich dann nach Deutschland kam, 1996, war ich leitender Wissenschaftler an der GSI, natürlich eine nicht-universitäre Einrichtung. Aber auch dort habe ich als Professor an der TU Darmstadt enge Verbindungen gehabt und Vorlesungen gehalten. Und habe mich aber gleichzeitig auch um große Projekte gekümmert. Und zum Teil haben wir die zusammen gemacht. Und es ist auch jetzt so, dass ich glaube, selbst als seitdem ich aus der Universität Darmstadt ausgeschieden bin, dass ich trotzdem noch weiter auch mit jungen Leuten sehr viel zusammenarbeite. Ja, mir war eigentlich immer klar oder ganz lange schon klar, dass ich gerne Professorin an der Universität wäre. Und nur das Fach war anfangs nicht so klar, wo das hingeht. Ich sollte sagen, der Hintergrund ist ein bisschen, dass mein Vater war Professor für katholische Theologie an verschiedenen Universitäten. Jetzt Geisteswissenschaften habe ich nicht selber für mich in Betracht gezogen, aber welche Naturwissenschaft, das hat sich dann mehr ergeben. Jetzt seit vielen Jahren bin ich ja in der Kern- und Teilchenphysik tätig und die Stationen sind eben erst das Institut für Kernchemie an der Universität Mainz und dann habe ich sehr früh schon angefangen, Experimente an der GSI, das ist die Gesellschaft für Schwerionenforschung bei Darmstadt, zu machen. Und das waren dann eigentlich immer größere Kollaborationen, weil die Experimente an Beschleunigern komplex sind. Bei der GSI waren das noch so was wie 10, 12 Leute in einem Experiment. Als ich dann in die USA gegangen bin, da habe ich schon in der Gruppe mit meinem Mann zusammengearbeitet, haben wir Experimente an verschiedenen kleineren Labors erstmal in den USA gemacht und dann im Brookhaven National Lab das erste große Experiment, in dem Kerne bei wirklich hohen Energien zur Kollision gebracht wurden. Und dann jetzt in Europa natürlich CERN, Experimente am CERN. Das heißt, die Stationen kann man messen in verschiedenen großen internationalen Kollaborationen. Das andere sind dann natürlich zunehmend Stationen, wo man auch was tut für die wissenschaftliche Selbstverwaltung. Also ich war ein paar Jahre Dekanin und dann, also insgesamt 9 Jahre habe ich im Dekanat als Dekanin und Prodekanin in Heidelberg gearbeitet, dann verschiedene Hochschulräte, Aufsichtsräte und jetzt ein Sonderforschungsbereich, wo es sehr viel Spaß macht, auch mit Theoretikern zusammenzuarbeiten. Und dann sollte ich eine Station nicht vergessen, das war die DPG, da habe ich als Präsidentin und Vizepräsidentin einen guten Teil von 5 Jahren mich für die DPG eingesetzt. Und ich denke, es war eine schöne Zeit, aber auch viel Arbeit. Aber eine Zeit, auf die ich sehr gerne zurückblicke. Ja, also ich denke, ich hatte immer Glück, dass ich Mentoren hatte, von denen ich viel lernen konnte und die mich auch unterstützt haben. Ich denke, als ersten würde ich hier nennen Günther Herrmann, der das Institut für Kernchemie in Mainz von Strassmann übernommen und dann geleitet hat. Ich denke, von ihm habe ich weniger fachlich gelernt, weil er war wirklich Chemiker, der nasse Chemie gemacht hat mit Radioaktivität. Aber so seine menschliche Art, zum einen das Institut zu führen, mit Leuten umzugehen, eine Großzügigkeit und eine Vision zu haben, das war inspirierend. Dann bei der GSI, denke ich, war eine ganz wichtige Person Dirk Schwalm, der damals die Gruppe in der Kernphysik geleitet hat, der später nach Heidelberg als Ordinarius gegangen ist und danach Max-Planck-Direktor wurde. In der Gruppe haben wir Experimente gemacht an Coulomb-Anregung und ich glaube, was ich da gelernt habe, war, der war wissenschaftlich extrem rigoros und streng. Also man darf keinen Stein umgedreht lassen, bevor man ein Ergebnis wirklich als Ergebnis betrachtet. Und auch Veröffentlichungen haben bei ihm also den allerstrengsten Maßstäben unterlegen.
der nächste Schritt war natürlich 13 Jahre in den USA, eine schöne, interessante Zeit in einer ganz anderen Umgebung. Ab da arbeite ich mit meinem Mann zusammen und natürlich hat er meine Entwicklung auch positiv beeinflusst. Und vielleicht die letzte Person, die ich nennen möchte, ist ein bedeutender Theoretiker in Stony Brook, Jerry Brown, der auch ein lebenslanger Freund geworden ist und der einfach ja auch durch seine Vision und seinen großen Blick auf die Physik als Ganzes oder die Wissenschaft als Ganzes, aber auch durch seine permanente Unterstützung und uns zu sagen, was ihr macht, ist toll und das ist wichtig und ich brauche euch, damit ihr mit mir redet und mir das alles erklärt. Insofern ja, immer wieder einzelne Personen, die einen dann inspirieren und bereichern. Ja, das in der Tat, ich habe über diese Frage etwas nachgedacht. Es waren zunächst mal zwei Leute, die mich sehr beeindruckt haben. Da war ich noch Doktorand am Max-Planck-Institut und eines Tages ging die Tür auf. Wir saßen in einem Zimmer mit etwa 6 Leuten. Und ging die Tür auf, kam der Institutsdirektor Professor Schmidt-Rohr rein mit 2 Leuten, die ich beide nicht kannte, aber deren Namen nicht kannte. Der eine war schon eben genannte Jerry Brown aus Stony Brook und der andere war John Schiffer aus Argonne National Laboratory. Und der Direktor hat den beiden gesagt, ihr habt da 2, ich hatte noch meinen Studienfreund Konrad Gelbke dabei, 2 vielversprechende junge Wissenschaftler. Mit denen kann der jetzt mal für ein paar Stunden reden und sehen, was die alles machen. Und in diesem Gespräch war ich sehr beeindruckt von der Tatsache, dass die mit jungen Studenten, damals waren sie schon sehr bekannt und berühmt, mit jungen Studenten wirklich gewillt waren zu sitzen und zu diskutieren. Und auch die ganze Art und Weise, wie sie gearbeitet haben, hat mich beeindruckt. Und das hat auch für den Rest des wissenschaftlichen Lebens angehalten. Mit Jerry Brown hatten wir eine sehr enge Verbindung. Johanna hat das ja schon gesagt. Der erste Spruch, an den ich mich erinnere, von Jerry Brown, der so ein Leitspruch für den Rest war, eine Aussage in Englisch: If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Also, wenn es einem zu heiß wird, dann soll man nicht auch als Koch arbeiten. Nach dem Motto, für einen, der schwierige Sachen angeht, darf es keine Probleme solcher Art geben. Und das habe ich mir gemerkt und versuche das auch noch heute durchzuhalten. Das waren 2 wichtige Leute und John Schiffer ist immer noch am Leben, Jerry Brown leider nicht mehr. Dann kam, hatte ich von vorher erwähnt, Peter Paul aus Stony Brook als Besucher zum Max-Planck-Institut und er wurde mein Mentor für die nächsten 30, 40 Jahre. Das war eine wichtige Beziehung und er ist leider vor 2 Jahren gestorben, aber das war eine sehr wichtige Beziehung und hat also mich mein Leben auch da begleitet. Und dann in den USA hatte ich ein eher sehr enges Verhältnis mit einem Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology, Herman Feschbach. Und der hat mir klargemacht, dass wenn man wissenschaftlich erfolgreich sein muss, dass man dranbleiben muss, aber man darf nie seinen Humor verlieren. Das habe ich mir auch gemerkt. Ja, als eines der Privilegien einer Forscherkarriere betrachte ich die Möglichkeit, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten, insbesondere auch mit jungen Leuten. Ganz besonders wichtig wird das, wenn man große Experimente baut und zum Laufen bringen will, weil sich herausstellt, dass man solche Sachen nicht wirklich alleine machen kann. Aber es war eine große Freude, dass wir und hauptsächlich zusammen 3 oder 4 große Gruppen aufbauen und leiten konnten, die wirklich wichtige Sachen zusammen gemacht haben, wo die Doktoranden, die Postdocs und die Seniors alle auf engstem Raum zusammengearbeitet haben über viele Jahre. Es keine Hierarchie gibt. Selbst der
Doktorand, wenn er was Wichtiges zu sagen hat, wird genauso wichtig angesehen wie alle anderen. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich große Projekte realisieren konnte, ohne dass man dazu Experten von außerhalb reingebracht hat. Und zum Teil sind die Erfolge, die wir gehabt haben, durchaus basierend auf einer solchen Zusammenarbeit. Ja, also ich kann natürlich alles bestätigen, was mein Mann gerade gesagt hat, und will vielleicht nur noch ein paar Punkte ergänzen. Also ich habe mein Leben lang in internationalen Kollaborationen gearbeitet, und das ist wirklich sehr bereichernd. Zum einen bringt die Wissenschaft und gerade die Physik wirklich die Nationen zusammen. Das sehen wir ja auch am CERN als der ersten gemeinsamen europäischen Unternehmung. Und auch von Anfang an im CERN waren zum Beispiel Wissenschaftler aus der Sowjetunion genauso eingebunden. Während meiner schon Doktorarbeit habe ich in den Ende der 70er Jahre in einem Team mit Wissenschaftlern aus Polen gearbeitet, die damals zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, nach Deutschland zu kommen. Das macht einfach Spaß. Und natürlich ist klar, dass man in einem wissenschaftlichen Team alle Altersgruppen hat, von Doktoranden über Postdoc zu Seniors, und Autorität nicht durch den Status oder durch das Alter belegt wird, sondern dadurch, dass einfach jeder einen wichtigen Beitrag leistet. Insofern ist es in der Wissenschaft sicher anders strukturiert als zum Beispiel in einer Firma, und in einem Experiment kann man nur zusammenarbeiten, wenn jeder das freiwillig macht. Also sozusagen der Spruch Herding Cats, also als Katzen eine Herde machen. Das ist so ein bisschen, wie wir in der Physik zusammenarbeiten. Und es muss einfach, es funktioniert, weil jeder wichtige Beiträge leistet. Ja, ich will mal ein paar Punkte erwähnen, aber ich glaube, die sind jetzt nicht in der Hierarchie das Wichtigste zuerst. Ich denke, klarerweise muss man willens sein, zu arbeiten, wenn man Ziele erreichen will. Das meiste fällt einem nicht einfach zu, sondern es ist schon jede Menge harter Arbeit. Ich denke, der nächste Punkt ist, dass man hartnäckig sein muss, wenn man wirklich schwierige Probleme lösen will. Oft funktioniert der erste Ansatz nicht. An manchen Sachen ist man 20 Jahre dran, bis man wirklich was realisieren kann. Das heißt auch, dass eine gewisse Frustrationstoleranz dazugehört. Ich habe gesagt, wir arbeiten immer in Teams zusammen. Es ist natürlich nicht immer alles eitel Sonnenschein. Auch in wissenschaftlichen Teams gibt es Schwierigkeiten. Es gibt schwierige Persönlichkeiten. Es gibt Sachen, die technisch einfach fehlschlagen und wo man neue Lösungen finden muss, neu anfangen muss. Also insofern Frustrationstoleranz. Ich denke, absolute Ehrlichkeit und Integrität sind wichtig, dass einem nicht die Wünsche in die Quere kommen, wenn man Ergebnisse sucht, dass man wirklich die wissenschaftliche Methode ist einfach, ja, was ich vorher gesagt habe, keinen Stein umgedreht lassen, wenn man was rausfinden will. Man muss auch mit Messdaten, die einem nicht gefallen, sehr ehrlich umgehen. Das ist Teil des Ganzen. Wir können nicht weglassen, was uns nicht ins Bild passt. Und der letzte Punkt, den ich erwähnen will, ist, es ist immer auch wichtig, eine gute Intuition zu haben, das richtige Gefühl zu haben. Verschiedene Leute können was versuchen, und oft hat man eben einfach den richtigen Riecher, das richtige Gefühl, was einen dann auf eine gute Spur bringt oder zu einer Lösung führt. Mir ist am Anfang meiner Karriere das durchaus leicht gefallen, Veröffentlichungen zu lesen und auch zu verstehen. Aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis mir klar wurde, dass die Entwicklung einer Fragestellung vielleicht noch wichtiger ist als die technischen Fähigkeiten, die man entwickelt, um eine Frage zu beantworten. Und dann habe ich in der Tat, und da haben auch die vier Personen, die ich vorhin benannt habe, da haben die auch eine wichtige Rolle dabei gespielt, habe ich mir tatsächlich gedacht, es ist wichtig, große Fragen
zu stellen und die dann auch nachhaltig und langfristig zu bearbeiten. Das haben wir in der Tat gemacht und da kommen wir gleich noch drauf. Die wissenschaftliche Methode, ich glaube, da gibt es nicht sehr viele Unterschiede, das muss man ganz klar machen. Freude, Spaß an dem Ganzen ist wichtig. Wenn es einem nicht Spaß macht, dann glaube ich, ist es noch viel schwieriger, Rückschläge zu ertragen. Und natürlich muss einem auch klar sein, das wurde mir auch erst später im Leben klar, dass es, je mehr Erfolge man selbst gibt, desto mehr Leute es gibt, die versuchen wollen zu demonstrieren, dass das nicht stimmen kann, was da gerade gemacht wurde. Und damit muss man auch leben können, damit muss man umgehen können. Aber das sind alles ganz wichtige Beiträge zu einem einigermaßen erfolgreichen Wissenschaftlerleben. Gut, das ist natürlich nicht nur eine Sache und das war im Leben 3, 4, 5 der großen Fragen, die ich gerade schon diskutiert habe, aber ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Gebiet, an dem wir im Augenblick und aber auch schon seit mehreren Dekaden arbeiten, nämlich die Erforschung der Materie, wie sie im nach dem Urknall etwa eine Mikrosekunde bis zu 10 Mikrosekunden nach dem Urknall existiert hat. Und das macht man, indem man, weil das bei Temperaturen stattfindet, die man sonst nicht im Labor erzeugen kann, also 100.000 Mal so heiß wie im Innern der Sonne, das macht man, indem man schwere Atomkerne bei sehr großen Energien aufeinander schießt und die Teilchen, die vielen tausend Teilchen, die dabei produziert werden, alle katalogisiert und misst und daraus versucht, wirklich die Historie der Kollision und die Frage von, welche Temperatur, welcher Druck, welche thermodynamischen Eigenschaften ein solches System hat, herauszufinden, um daraus auf die Materie zu schließen. Diese Materie nennt man das Quark-Gluon-Plasma. Die besteht nicht aus den Bausteinen der Teilchen, wie wir sie hier in unserem Umfeld haben, sondern die besteht aus den sogenannten Quarks und Gluonen. Das heißt, die muss man erstmal machen. Und die sind leider, und das ist eines der Probleme dieser ganzen Situation, die sind leider nicht direkt sichtbar. Das heißt, die gibt es gar nicht frei in unserem Umfeld, sondern wenn man die erzeugt an einem Beschleuniger, dann verwandeln die sich schließlich wieder in die Teilchen, die Bausteine der Welt, die wir um uns herum haben. Und die Frage, wie diese Verwandlung passiert, die Frage der Hadronisierung, die Teilchen, die uns im Augenblick unser normales Leben bestimmen, sind natürlich aufgebaut aus Teilchen, die die schwere, starke Wechselwirkung machen. Und diese nennen wir deshalb Hadronen. Und wie diese Hadronen geformt werden, wie diese Hadronisierung stattfindet, das ist eines der wichtigen Themen, die wir im Augenblick bearbeiten und dem wir auch eine extrem effiziente Methode gefunden haben, wie man das beschreiben kann, ohne dass man sehr viele komplexe theoretische Ansätze machen muss. Ja, wir arbeiten ja seit 35 Jahren zusammen, darum will ich jetzt nicht wiederholen, was Peter von Munzinger gerade gesagt hat, sondern vielleicht nur mal ein bisschen noch elaborieren, wie wir das so machen. Also das sind Experimente an Beschleunigern, ursprünglich oder zuerst im Brookhaven Lab und jetzt am CERN und dann deren Analyse und das Verständnis der Daten und die physikalische Interpretation. Also wie findet man das Quark-Gluon-Plasma, wie stellt man sicher, dass man es entdeckt hat oder es beschreiben kann? Was für unsere Experimente charakteristisch ist, ist, dass wir alles selber bauen müssen. Wir können nichts von der Stange kaufen. Das sind sowohl die Module, in denen die Teilchen nachgewiesen werden, zum Beispiel durch Energieverlust, große Detektoren. Wir haben eine Zeitprojektionskammer TPC gebaut, die hat 100 Kubikmeter Volumen. Das baut man wirklich im Labor mit Technikern, mit Ingenieuren, mit Studenten. Der Aufbau jetzt für das Experiment, was wir am CERN betreiben, da haben wir
1996 angefangen, uns Gedanken zu machen, wie sollen die deutschen Beiträge aussehen. Dann muss man zunächst mal ein technisches Konzept haben, dann muss man Geld dafür finden, dann kommt wirklich die Bauphase. Da muss selbst die Mikroelektronik von uns und unseren Teams entwickelt werden, also Chips, die dann später vielleicht, die wir verkaufen können sogar, die irgendwo anders Eingang finden. Und so, was dauert gut 10 Jahre, bis man so ein Experiment aufgebaut hat. Und jetzt natürlich läuft es am CERN, aber wir sind jeder für den Betrieb eines der ganz großen Systeme in unserem Experiment in Alice verantwortlich. Und natürlich, sowas muss man dann auch 10 Jahre oder jetzt sogar 20 Jahre am Laufen halten. Dann nimmt man Daten von Kollisionen, ein paar 100 Millionen oder 1 Milliarde oder sowas, die dann analysiert werden von unseren Teams. Und der Teil, der dann oft am meisten Spaß macht, ist, die Daten zu verstehen und da wirklich die Physik rauszukitzeln. Und wir haben beide jetzt auch viel mit der Phänomenologie und der Interpretation der Daten und wie man da zum einfachen Verständnis kommt, zugebracht. Also ich würde sagen, Begeisterung steckt an. Wenn man selber für eine Sache brennt und sich Mühe gibt, das auf dem richtigen Niveau zu erklären, dann ist es für alle Altersstufen möglich, ob sich das um Studenten handelt oder sogar Schüler. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen an einem Gymnasium in Monheim, das ist ein kleiner Ort zwischen Düsseldorf und Köln, wo ein ehemaliger DPG-Präsident sich mit einem Oberstudiendirektor und einem jungen dynamischen Bürgermeister zusammengetan hat. Und dort gibt es jedes Jahr einen Wissenschaftstag. Da hat also, findet in der Oberstufe kein Schulunterricht statt, sondern da gibt es wissenschaftliche Vorträge. In dem Fall war ich zusammen mit dem Klaus von Klitzing da. Wir haben jede 1 Stunde geredet und danach gab es noch eine Show der Physikanten und im Nachmittag Diskussionen mit den Schülern. Und ich muss sagen, das war einfach so spannend, das hat Spaß gemacht. Anfangs waren die erst etwas verhalten, aber mit der Zeit kommen dann immer mehr Fragen. Und dann merkt man, also mich hat schon in der Kaffeepause eine Schülerin angesprochen und hat gesagt, sie wollte mal sehen, ob sie das richtig verstanden hat, was ich da erzählt hätte. Und das sind jetzt wirklich, das sind Schüler, die haben keine Grundlagen der theoretischen Physik, die haben über Quarks und Gluonen vorher nichts gehört und die hat genau die richtigen Fragen gestellt. Also da konnte ich schon sehen, es kommt an, wenn man sich Mühe gibt, Sachen zu erklären auf dem richtigen Niveau und wenn es einen selber begeistert, dann finden wir auch immer, dass sich alle Altersstufen und alle Richtungen und der Gesellschaft sich für Wissenschaft interessieren und begeistern lassen. Wir haben letzten Freitag, also wirklich vor 3 Tagen, zusammengesessen mit einem meiner ehemaligen Doktoranden, also der bei mir promoviert hat vor 4 oder 5 Jahren, und 2 jungen Studenten und haben neue Resultate diskutiert. Ja, die Studenten sind noch nicht promoviert und noch nicht mal mit dem Master zu Ende. Und dabei kam raus, dass das Projekt, worüber wir geredet haben, eigentlich durch neuere Resultate immer wichtiger geworden ist. Und da im Laufe dieser Diskussion konnte man wirklich sehen, wie diese jungen Leute immer mehr interessiert waren zu sehen, was da eigentlich vor ihren Augen passiert. Und das hat auch dazu geführt, dass wir eine Skizze einer Veröffentlichung gemacht haben. Die müssen wir jetzt wirklich hinkriegen. Da muss noch richtig Arbeit dran gemacht werden. Aber ich bin überzeugt, dass das jetzt wirklich auch für all die ein wichtiges Erlebnis ist. Und ich glaube, diese Methode, das ist die Methode, mit der man wirklich junge Leute, die so gerade am Anfang einer möglichen Karriere sind oder gar nicht mal sicher sind, dass sie überhaupt eine Karriere in der Wissenschaft haben, aber wenigstens mal beteiligt sein wollen, dass die sehen, wie sowas wirklich geht. Und ich glaube, das steht exemplarisch auch für das, was Johanna schon erklärt hat. Wir haben immer junge Leute,
bei all unseren Forschungsarbeiten dabei gehabt, an vorderster Front. Und wenn man dann keinen Unterschied macht zwischen Senior und Junior, dann merken die Junioren, sie müssen da auch ran. Und das gibt es einerseits, natürlich ist das eine Aufgabe, aber das ist auch, gibt großen Auftrieb, wenn sie sowas sehen und lernen. Und das hat dazu geführt, dass wir über die letzten 2, 3 Jahrzehnte eine große Zahl von Wissenschaftlern auch ausgebildet haben, die wirklich über diesen Prozess in die Wissenschaft gekommen sind und zum Teil große Karriere gemacht haben. Also ein Beispiel, dass das wirklich auf allen Altersstufen funktioniert, ist, wir waren letztes Jahr mit meinem Bruder, der in Kanada lebt, der ist Professor an der University of Alberta in Edmonton, in Urlaub, und er hatte seinen 4-jährigen Sohn dabei und der wollte verstehen, wie viele Sekunden das Jahr hat mit 4 Jahren. Und mein Mann hat versucht, ihm das zu erklären. Das braucht natürlich eine Weile, weil selbst das Konzept einer Sekunde nicht so offensichtlich ist in dem Alter. Aber er hat sich das ganz andächtig angehört und ab da jedes Mal, sobald wir im Auto saßen und er in seinem Kindersitz angeschnallt war, hat er gesagt, tell me more about these numbers. Also er wollte nur noch von Zahlen hören und man konnte ihm immer wieder erzählen, wie viele Sekunden in der Stunde und so weiter und wie lange dauert ein Tag und wie lange dauert ein Jahr. Und das ging dann bis dazu hin, dass er verstehen wollte, was unendlich ist. Das wurde dann etwas schwieriger, da musste Hilberts Hotel zu Rate gezogen werden, aber Sie sehen also, man kann wirklich selbst in kleinen Kindern Interesse für Wissenschaft oder für Mathematik wecken. Ja, ich glaube, das sind 3 Sachen, alle miteinander schon verbunden. Das erste ist, wenn man Wissenschaft an vorderster Front machen will, muss man auch neue Instrumente entwickeln. Wie wir schon gehört haben, haben wir an 3 großen Beschleunigern Experimente entwickelt mit Detektoren, die wir tatsächlich selbst in unserem Teams natürlich gebaut haben. Und das hat kulminiert in der Entwicklung für das ALICE-Experiment am Large Hadron Collider am CERN und hat dazu geführt, dass wir Experimente gebaut haben, die jetzt von den 1500 bis fast 2000 Mitgliedern der ALICE-Kollaboration quasi in Hunderten von Publikationen benutzt werden. Und daher auch ein bisschen, sagen wir mal, die Grundlage der Arbeiten für viele, viele Leute und Publikationen sind. Das zweite ist, ich habe das ja schon kurz vorher erwähnt, will ich es nochmal ganz bisschen weiterentwickeln, haben wir, weil wir da zum Beispiel in einem solchen Experiment, in dem 2 Bleikerne bei im Wesentlichen Lichtgeschwindigkeit aufeinanderstoßen, mehr als 30.000 Teilchen, neue Teilchen produzieren in einer Kollision. Und wir können typischerweise sowas wie 10.000 Kollisionen pro Sekunde produzieren und elektronisch aufzeichnen, etwa 400-500 pro Sekunde. Und aus diesen Analysen haben wir festgestellt, dass es ein einfaches Rezept gibt, wie man die Anzahl der produzierten Teilchen und deren Verteilung je nach Masse und Quantenzahlen, wie man das wirklich direkt und quantitativ entwickeln kann, so dass es auch tatsächlich Voraussagekraft hat. Also wenn jetzt jemand einen Beschleuniger baut, der ein Faktor 10 größer ist als der Large Hadron Collider, könnten wir mit großer Präzision vorhersagen, wie die Verteilung dieser Teilchen aussehen sollte. Und wenn das so ist, dann, wenn das so gemessen würde in 50 Jahren von her, dann würde das diesen Punkt bestätigen. Und wenn nicht, dann gäbe es irgendwelche neue Physik. Der zweite Teil ist, dass es Hadronen gibt, diese Teilchen, von denen ich schon geredet habe, die aus den Bausteinen der sogenannten leichten Quarks
bestehen und den aus schweren Quarks. Und da haben wir auch einen wichtigen Beitrag dazu gemacht und den überlasse ich aber der Johanna zu erklären. Also eine der ganz wichtigen Fragen in unserem Feld ist, wie weist man nach, dass Quarks aus ihrem Confinement und unter Confinement versteht man, dass Quarks typischerweise in Hadronen wie dem Proton eingesperrt sind. Wie weist man nach, dass die im Quark-Gluon-Plasma daraus befreit werden? Und da hatten wir vor inzwischen 19 Jahren während eines Aufenthalts in Seattle am Institute for Nuclear Theory in Seattle, USA, eine Idee, die sich in einer kleinen Veröffentlichung niedergeschlagen hat. Und die Idee will ich gleich erklären. Die Idee ist jetzt durch Daten am LHC wirklich bestätigt worden. Das sind auch noch Daten wirklich aus unserem Experiment und mit zum Teil von unseren Teams analysiert worden, aber auch von anderen Mitgliedern in unserer großen Kollaboration. Und die Idee war, wenn die Quarks, und das sind in dem Fall schwere Quarks, Charm-Quarks, aus ihrem Confinement befreit sind, dann können sie sich im Quark-Gluon-Plasma frei herumbewegen. Und wenn das Plasma so weit abgekühlt ist, dass es bei einer kritischen Temperatur quasi auskristallisiert, hadronisiert, dann finden sich die Quarks wieder zusammen. Und wenn die Charm-Quarks frei sind, dann können sie bei Collidern, wo es sehr viele Charm-Quarks gibt, auch Zustände bilden aus einem Charm- und Anti-Charm-Quark. Das sind sogenannte JCs, das ist das Wasserstoff-Äquivalent von Charm-Quarks. Und das können, dadurch, dass alle möglichen Kombinationen von Charm und Anti-Charm möglich sind, sogar mehr sein, als es in der Proton-Proton-Kollision, wo es kein Quark-Gluon-Plasma gibt, gewesen wären. Und wir haben jetzt diesen ganz signifikanten Anstieg in unserem Experiment gesehen. Das war was, so ein Beispiel, wo man wirklich Geduld haben muss, 19 Jahre. Und das Papier war nicht leicht zu veröffentlichen damals. Der erste Kollege, dem wir das erzählt haben, der hat zwar sofort die Idee verstanden und fand die irgendwo auch ganz witzig, hat uns aber auf Englisch gesagt, you have to fly low and fast. Also quasi niedrig und schnell fliegen, damit man nicht abgeschossen wird mit so einer Idee und dass man das überhaupt veröffentlicht kriegt. Und insofern ist es natürlich besonders schön, dass man irgendwann dann wirklich zeigen kann, ja, so funktioniert es in der Natur. Es ist ja nicht häufig, dass man direkt weiß, ob was, was man gerade gemacht hat, in den letzten Tagen oder Wochen wichtig ist oder nicht, sondern das entwickelt sich typischerweise schon durch Wechselwirkung und Diskussionen mit Kollegen und so sehr viel weiter. Aber also in diesem Falle haben wir in Seattle gearbeitet, an dem Institute for Nuclear Theory. Und das Seattle ist 9 Zeitstunden weg von uns. Das heißt, wir haben am Morgen sozusagen die gesamte E-Mail, die im vorherigen Tag von Europa angelaufen ist, innerhalb von einer halben Stunde abgearbeitet. Und dann war Totenstille, Funkstille und wir haben arbeiten können ohne weitere Störungen. Und es war eigentlich ein Thema, was um was ganz anderes ging, aber oder Ähnliches, aber nicht direkt das. Aber in diesem Thema kam diese neue Idee auf und ich kann mich jedenfalls noch sehr genau erinnern, selbst an den Zeitpunkt, als es war, und dass wir beide auch sofort wussten, dass das jetzt wirklich was Neues ist. Und das ist mir vielleicht 2 oder 3 Mal in meinem Leben passiert, aber die meiste Zeit passiert das eben nicht, sondern man arbeitet und dann entwickelt sich was und es geht sehr graduell. In diesem Fall war es nicht graduell. Also ich glaube, man kann es ganz einfach sagen, wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch besonders, das mit meinem Mann zusammenbekommen zu haben, weil wir wirklich an diesen Themen seit 35 Jahren zusammenarbeiten und insofern wäre es ungerecht, wenn einer ausgezeichnet wird und der andere nicht. Natürlich freue ich mich auch, dass es gerade Stern Gerlach ist. Ich habe das sehr gerne als Präsidentin der DPG die Urkunden unterschrieben und die Medaille überreicht und den Leuten gratuliert. Das war so ein schöner Anlass und darum finde ich es besonders toll, jetzt am anderen
auf der anderen Seite zu stehen und das zu bekommen. Es freut mich auch, weil das natürlich zusammen mit der Max-Planck-Medaille die höchsten Auszeichnungen der DPG sind. Ursprünglich war es ja nur eine Medaille, die Max-Planck-Medaille, die wurde ursprünglich für Experimentalphysiker und Theoretiker verliehen. Und insofern ist es schön, jetzt als zweite Frau nach Lise Meitner. Lise Meitner hat ja 1949 zusammen mit Otto Hahn die Max-Planck-Medaille zu bekommen, in der Reihe zu stehen. Ich möchte mich natürlich jetzt nicht auf demselben Niveau sehen. Lise Meitner hätte für ihre Arbeiten einen Nobelpreis bekommen sollen. Otto Hahn hat ihn bekommen. Ja, wir freuen uns. Ja, also klar, ich kann nur sagen, als die Nachricht kam von der DPG per E-Mail, saß ich, wenn ich mich recht erinnere, war das Samstagmorgen, deutscher Zeit, war Mittag, 1 Uhr oder sowas, deutscher Zeit saß ich vor meinem Rechner und habe an irgendwas gearbeitet, dann kam diese Nachricht und ich war zunächst mal nicht natürlich nur freudig überrascht, sondern unfähig, das Ganze wirklich zu verstehen. Also unfähig auch zu versuchen, Kontakt mit meiner Frau aufzunehmen, die war in den USA. Und saß davor und habe das ganze Ding angestarrt, und also die E-Mail, den Brief. Und dann etwa eine halbe Stunde später kam der Anruf von ihr aus, als sie aufgewacht ist in den USA und offensichtlich nicht eine solche Schockstarre hatte wie ich, dass sie mich angerufen hat. Und dann haben wir uns wirklich beide sehr drüber gefreut. Das muss ich sagen. Ich habe tatsächlich auch ein spezielles Verhältnis zur Stern-Gerlach-Medaille, weil ich 6 Jahre lang im Preisträgerkomitee war und das Preisträgerkomitee auch für 4 Jahre oder ja, 4 Jahre geleitet habe. So lange, weil damals irgendwie vergessen wurde, einen Nachfolger zu finden und ich mich nicht um die Regeln gekümmert habe. Und deswegen saß ich sozusagen 6 Jahre da drin und habe gesehen, wie was das auch für große Wettbewerbe sind innerhalb dieses Komitees, und auch gesehen, wie viel Arbeit sich die Leute, die in dem Komitee sind, und die Gutachter machen dafür. Klarerweise ist das wofür wir lange Zeit dran gearbeitet haben, und das macht es natürlich noch viel besser. Erstaunlicherweise haben wir festgestellt, dass unter den Teilchen, die produziert werden in einer solchen Kollision, und die wir analysiert haben, dass da auch Teilchen sind, die aus Nukleonen, den Bauteilen unserer normalen Materie, zusammengesetzt sind. In der Tat haben wir das schon gesehen vor 25 Jahren, aber nicht so ernst genommen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Am LHC wurde die Frage dann wirklich zentral wichtig, weil die Vorhersage unserer Kollegen in der Hochenergiephysik war, dass solche Teilchen und insbesondere auch ihre Antiteilchen nicht in solchen Kollisionen produziert werden sollten, weil die Temperatur, die da herrscht, und die Energien, die da herrschen, so viel, viel höher sind als die Bindungsenergien der Teilchen. Dieses Konzept stellte sich als falsch raus. Und das hat tatsächlich auch Konsequenzen für die Frage, wie man zum Beispiel nach dunkler Materie sucht. Das sind Gebiete, in denen wir klarerweise jetzt in den nächsten 6, 8 Jahren weiterarbeiten wollen. Und die andere Frage ist genau, und auch verbunden damit, wie man das ausdehnt auf Teilchen zwischen schweren Quarks, die schwach gebunden sind. Ja, ein Aspekt, der jetzt wirklich neue Türen eröffnet, ist, wenn wir wissen, dass schwere Quarks wie Charmquarks im Quarkluon-Plasma thermalisieren und dann
bei der Hadronisierung auf statistische Art und Weise die Hadronen bilden, dann kann man jetzt natürlich ganz konkrete Voraussagen machen, was die Bevölkerung von angeregten Zuständen angeht. Also nicht nur den 1S-Zustand, 2S, die P-Zustände, sogar exotische Objekte wie Pentakorax oder sowas. Und in der Tat wird es möglich sein, am CERN ab 2021 werden wir Kollisionsraten jetzt nicht mehr von 500 Hertz aufzeichnen, sondern von 50 Kilohertz. Das heißt, im Experiment ist es wirklich möglich, völlig neue Dimensionen an Genauigkeit und Sensitivität zu erreichen. Und gerade für das Szenario haben wir wirklich Vorhersagen und Erwartungen. Und natürlich, jedes Modell, jede Theorie ist nur so lange gut, bis man was findet, was das Experiment, was das verletzt oder in Übereinstimmung ist. Und insofern freuen wir uns auf die Zeit ab 2021, wo wir dann in unserem Experiment, wo wir jetzt auch große Upgrades machen, um wirklich mit den 50 Kilohertz Kollisionen fertig zu werden, das zu testen. Ja, ich hatte eigentlich immer Glück, ich habe Preise angezogen. Ich habe schon für meine Doktorarbeit einen kleinen Preis der Sparkasse in Mainz bekommen. Ich denke, ein Preis, auf den ich stolz bin, auch weil der Vorschlag vom BMBF kam, war das Bundesverdienstkreuz 1999. Ein anderer Preis, der mich sehr gefreut hat, war der Lautenschläger-Forschungspreis. Der wurde von Manfred Lautenschläger, das ist das L von MLP, gestiftet. Ist einer der höchst dotierten Forschungspreise in Deutschland. Es waren damals 500.000 Mark. Und der Preis war neu eingerichtet und ich habe mich sehr gefreut, den zu bekommen, dass ich nach Mitgliedschaft in mehreren Akademien seit 2015 auch in der Leopoldina bin. Ja, schon eine Reihe, aber wir haben ja schon diskutiert, dass Lise Meitner in unserem Umfeld eine wichtige Rolle gespielt hat und auch eine große Wissenschaftlerin war, der wir sehr großen Respekt gegenüber haben. Deswegen kam es für mich als eine große Freude, dass wir den Lise Meitner-Preis der Europäischen Physikalischen Gesellschaft im Jahr 2014 erhalten haben, zusammen mit Johanna und zusammen mit zwei weiteren Kollegen aus dem ALICE-Experiment. Ich kann mich noch an meine erste DPG-Frühjahrstagung erinnern, das war im Jahre 1970. So, das heißt, das hat damals auf mich einen großen Eindruck gemacht als Mitglied der DPG. Wir wurden alle vom damaligen Institutsdirektor Max-Planck-Institut darauf aufmerksam gemacht, dass wenn man zu diesen Frühjahrstagungen gehen will, dass man das nur tun kann, wenn man Mitglied der DPG wird, weil natürlich ermäßigter Preis für Studenten und so weiter. Haben wir auch also gemacht. Und dann wurde mir klar, und das haben auch meine Mentoren und mein Doktorvater, Professor Reinhard Stock und andere gesagt, dann gehört es dazu, dass man jedes Mal, wenn man da hingeht, als Student einen Vortrag hält. Und diese Vorträge sind auch heute noch extrem wichtig für unsere jungen Leute. Das sind nämlich die ersten Vorträge, die man hält vor einem Publikum, was man nicht kennt. Natürlich haben die Leute alle gesehen, dass man Vorträge in der Arbeitsgruppe hält und haben sich dadurch auch durch die zum Teil sehr schwierigen Fragen gestellt, gefühlt genug dahin zu gehen. Aber es ist was ganz anderes, wenn dann plötzlich jemand kommt und eine Frage stellt, auf die man nicht vorbereitet ist. Und das ist eben das echte Wissenschaftlerleben. Das ist für mich eine ganz wichtige Rolle der Frühjahrstagung. Die zweite ist, dass man natürlich auch als junger Mensch dann die neuesten Forschungsergebnisse
mitkriegt. Ich kann mich auch da nochmal ein Beispiel an 1974 erinnern, als auf der Frühjahrstagung Sam Ting über das Jopsi geredet hat, dieses Teilchen, was wir dann später in einem ganz anderen Kontext untersucht haben. Es wurde damals gerade gefunden und das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Und ich bin sicher, dass das ähnlich ist und auch heute noch so ist. Und wenn zum Beispiel Gravitationswellen zum ersten Mal gesehen werden, dann gibt es eben auch die entsprechenden Hauptvorträge bei der DPG und alle Leute kommen dahin und lernen, was da alles Neues ist. Gemacht wird. Das ist wirklich die wichtige Rolle. A, die jungen Leute reinzubringen in das System und B, die wichtigsten internationalen Forschungsresultate darzustellen. Also ich will vielleicht mal ergänzen, zusätzlich zu dem, was mein Mann gesagt hat, das natürlich alles trifft für mich genauso zu. Aber wenn ich gucke, was ist jetzt aus meiner Perspektive mir wichtig an den Frühjahrstagungen, dann ist da zum einen, es ist sehr spannend, dass man sich oft in unterschiedlichen Konstellationen trifft, dass unterschiedliche Fachverbände zusammen sind, sodass man nicht nur den Überblick über sein eigenes Feld kriegt, sondern dass man auch aus anderen Gebieten, wenn man auf eine Fachtagung geht, dann höre ich Vorträge aus meinem Gebiet oder sogar Spezialgebiet. Auf der DPG-Frühjahrstagung kann man wirklich mal in ganz andere Sachen reingucken, man sieht, was die Kollegen so machen. Und das andere ist, ich finde auch die Parallelsitzungen ganz spannend und ich setze mich da rein, weil man einfach einen Überblick kriegt, was sind die jungen Leute in dem Feld, wer ist da, wie stellen die sich da. Und da hilft es eben, dass wirklich aus den Gruppen alle, die was haben, kommen. Alle halten ihre 12-Minuten-Vorträge, manche haben einen Gruppenbericht. Und da kriegt man schon ein ganz gutes Bild, wie steht das Feld da, was ist im Kommen. Wie präsentieren sich die Gruppen aus den verschiedenen Hochschulen oder Labors? Also ich denke, auch jetzt nehme ich noch viel mit von den Frühjahrstagungen.